Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit Teil 2 von Darf ich dich das fragen? Ich werde euch Teil 1 davon in der Infobox verlinken. Das ist ja ein Fragespiel, was ich durch eine Bekannte von mir kennengelernt habe und wo ich mir dachte, das ist doch vielleicht eine interessante Sache für meinen Kanal. Beim ersten Video, also bei Teil 1, war ich selber so ein bisschen... Es war eine interessante Erfahrung, weil das Ding ist, du hast Fragen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft und das war schon überraschend tief, muss ich sagen. Aber ich fand es auch sehr spannend, weil vielleicht ist es für euch interessant, weil manche der Fragen... Ja, ich finde, man lernt sich selber nochmal so ein bisschen besser kennen und es ist schon ein sehr, sehr spannendes Spiel. So, sagen wir es so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich mache das so, ich zeige euch das Ganze mal. Du hast halt hier Fragen gestern, heute, morgen und ja, die beantwortest du. Schauen wir mal, was heute dabei rauskommt. Vielleicht ist es für euch interessant, weil ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt, aber vielleicht auch für euch, um euch selber ein bisschen besser kennenzulernen. Also, das ist schon... Ich stelle euch am Ende vom Video nochmal die Fragen, wo mich eure Antwort besonders interessiert. Was haben dir deine Eltern leider noch nicht gesagt? Ja, also ich glaube, mein Vater wusste nie, wie krass das Ganze mit meinem Social-Media-Ding ist. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich jemals von ihm gehört habe, dass er stolz auf mich ist, wenn ich ehrlich bin. Ich wüsste es gerade nicht. Jetzt unabhängig von Social Media, aber das ist ja schon eine Leistung gewesen, ne? Also das Ganze so ein bisschen aufzubauen und zu machen und sonstiges, wenn man bedenkt, dass ich halt schon aus recht einfacheren Verhältnissen komme. Ja. Und ja. Ich muss ja nicht über alle Eltern reden. Papa ist ja auch Eltern. Heute. Was verletzt dich immer wieder? Der Gedanke, dass Rudi irgendwann geht, das ist, glaube ich, ein Gedanke, mit dem ich mich mehrfach die Woche auseinandersetze und ich will gar nicht so doll drüber nachdenken, weil es hat keinen Mehrwert außer Schmerz, aber diese tiefe Angst zu wissen, dass dieser Tag irgendwann kommt, das verletzt mich immer wieder, weil für mich ist er die Sonne in meinem Leben und die Frage ist, wenn die Sonne weg ist, was bleibt denn dann noch? Weißt du, wie ich meine? Also ich habe mal gelesen, so ein Spruch auf TikTok tatsächlich, aber der hat meine Denkweise massiv beeinflusst. Ich kriege ihn nicht ganz zusammen, aber der Schmerz, den du jetzt spürst, ist der Preis für die Liebe, die du spüren durftest. Und ich bin ja auch der Meinung, dass alles im Leben einen Preis hat und weißt du, ohne Dunkel kein Hell, ohne Hell kein Dunkel und ja, das hat meine Denkweise in Bezug auf diesen Schmerz irgendwann schon massiv beeinflusst und ist für mich auch rational logisch, weil ich finde, diese Angst und dieser Schmerz ist was so Irrationales und so Großes, dass man es gar nicht greifen kann. Und dieser Spruch war für mich wie so eine mathematische Gleichung, der das so, okay, das ist Fakt, das ist klar, das ist für mich logisch. Aber das ist so etwas, was mich immer wieder verletzt, weil, ja, ich glaube, von nichts mehr Angst habe als davor. Was würdest du von einer Wahrsagerin über deine Zukunft wissen wollen? Ich weiß nicht, eine Sache, mehrere Sachen, darf ich mehrere Sachen sagen? Keine Ahnung. Ob ich irgendwann Ruhe im Kopf finde oder Frieden im Kopf? Ob ich Kinder habe, weil das ist für mich ein Thema, da bin ich sehr hin und her gerissen, sage ich euch ehrlich, aktuell tendiere ich eher zu einem Leben mit einer alternativen Richtung, zum Beispiel viele Hunde, ein schönes Haus mit vielen Hunden, denen ich ein schönes Leben schenke. Ja, das wären, glaube ich, so Sachen. Gestern. Welche Momente deiner Kindheit vermisst du gar nicht? Die Einsamkeit meiner Kindheit, die vermisse ich gar nicht. Heute. Wie definierst du Reichtum? Früher, als ich aus sehr einfachen Verhältnissen kam und kaum, also sehr wenig hatte. Ich hätte immer gesagt, oh krass, krasse Sachen. Aber jetzt, wo ich mich so ein bisschen dahin gearbeitet habe, dass ich mir krasse Sachen leisten kann, schöne Handtaschen, Designersachen, schickes Auto und all solche Geschichten, merke ich krass, wow, klar, aber es macht auch Probleme. Aber Reichtum ist für mich Gesundheit und Liebe. Das ist halt das, weil all diese materielle Kacke ist nichts wert, wenn diese Dinge fehlen, meiner Meinung nach. Und das sind halt die Sachen, die für mich meiner Meinung nach am meisten zählen, weil die kannst du auch nicht kaufen. Ja. Morgen, jetzt kommt morgen. Was möchtest du noch tun, bevor du stirbst? Ja, weiß ich nicht. Also so Schweigekloster, aber das mache ich jetzt tatsächlich demnächst. Amerika-Reise wäre schon toll. Ein Buch schreiben ist schon so ein Traum meines Lebens tatsächlich. Ich schreibe auch an zwei nebenbei schon lange, immer mal wieder. Aber sonst, ja, das ist eine Frage, die interessiert mich auch bei euch. Notiere ich mir zur Seite, damit ich euch am Ende vom Video fragen kann. Gestern. Welche Momente deiner Kindheit vermisst du? Meine Eltern hatten mal ein Restaurant und ich konnte immer essen, was ich möchte, weil der Koch hat es mir gekocht. Das war, glaube ich, das ist etwas, was heute, ja, hätte ich sowas auch gerne.
Was denken andere über dich, was gar nicht stimmt? Dass ich richtig arrogant und abgehoben bin und sehr kühl. Sehr kühl bin ich schon manchmal, arrogant würde ich nicht sagen, abgehoben ganz selten. Weil manchmal hebt man ein bisschen ab, aber ist noch im Rahmen. Weil ich halt so eine sehr kühle Ausstrahlung habe und normalerweise auch sehr böse gucke. Und ich wirke für viele Menschen unannahbar, weil ich halt auch voll viele soziale Skills nicht habe, die mir fehlen. So, weißt du, das fällt mir schwer, auf Leute zuzugehen. Das fällt mir Smalltalk und all solche Geschichten. Das ist alles sehr schwierig. Ich bin ein sehr komischer Eigenbrüder. Und dazu gucke ich meistens noch böse. Und das ist etwas, was viele über mich denken, was nicht stimmt, weil ich bin dicker. Bin ich jetzt geiler oder krasser als andere? Nein. So kühl, manchmal ein bisschen. Aber eigentlich habe ich ein sehr warmes Herz, aber ich bin halt einfach komisch. Auf jeden Fall bin ich keine arrogante, abgehobene Tussi, weil sowas mag ich selber gar nicht. Worauf könntest du in Zukunft verzichten? Wir fahren schon ein cooles Auto, also wir haben Mercedes und das ist schon krass und schon cool und ja, so ein kleines Träumchen, was man sich erfüllt hat, weil durch meinen Mann kam auch meine Affinität für Autos. Aber wir haben auch einen Golf für Fahrten zum Baumarkt, zum Baumüll wegbringen, Hunde, mit den Hunden irgendwo hinfahren und der Mercedes ist schön und toll, aber du steigst halt anders in so ein Auto ein und bist vorsichtiger als im Golf. Beim Golf ist zum Beispiel so, wenn du einen Kratzer reinhaust, ist es nicht so schlimm, weil das ist ein Auto genau für sowas. Zum Wegfahren von Müll, von Sperrmüll, Baumüll. Wir machen ja auch viel am Haus und all solche Geschichten. Und ich könnte auf sowas verzichten, weil ich, ja, es ist zwar schön, aber es ist halt auch schön. Ich liebe meinen Golf. So, ich liebe beide Autos und beide Autos gehören uns, aber ich finde halt so, weiß ich nicht. Also ich könnte jetzt auch auf die krasse, coole Karre verzichten, weil der Golf ist halt toll, aber ja, wenn du es kannst und machst und tust, dann fährst du halt auch mal damit, weil du freust dich. Also, ja. Gestern, wofür bewunderst du deine Eltern? Meine Mutter ist ein sehr, sehr, sehr fleißiger Mensch. Das habe ich auch so ein bisschen von ihr. Dieses Fleißding und Hustlen und Workaholic sein, das habe ich auf jeden Fall von ihr. Das bewundere ich so ein bisschen. Und sie ist sehr kreativ. So mit so Do-it-yourself-Sachen und so, das bin ich nicht. Und mein Papa, ja, erstens ist er verstorben, Digis. Und zweitens, ich sage euch ehrlich, ich kann jetzt gar nicht so viel über meinen Papa sagen, weil wir haben jetzt, wenn ich jemanden als unannahbar definieren müsste, wäre es mein Vater. Deswegen kann ich euch da jetzt nicht so viel zu sagen. Wie fühlt es sich an, geliebt zu werden? Also, wie eine warme Decke, die um dich gelegt wird, egal wie kalt es gerade ist und der Duft, und das kann alles sein, das kann ein Hund sein, ein Mensch kann sein, das kann beides zusammen sein, der Duft ist halt einfach das Gefühl von zu Hause und diese Decke ist immer um dich rum und du weißt, egal welcher Sturm oder welche Kälte oder sonstiges kommt, du hast diese Decke um dich rum und die hält dich fest und schenkt dir Halt und Liebe. Wie könnte dein Alltag ohne Arbeit aussehen? Gar keine Ahnung, kann ich euch nicht so sagen. Ich mache jetzt seit über 8 Jahren selbstständig Social Media. Das ist, und gerade so ein Job auf Social Media ist so mit deinem Privatleben verknüpft. Kein Plan. Ich muss auch sagen, in den Jahren bin ich ein kleiner Workaholic geworden. Hat Vor- und Nachteile, arbeitssüchtig zu sein. Ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt Juli, je nachdem wann diese Videos online kommen, aber ich habe, glaube ich, insgesamt 5, 6, 7 Tage dieses Jahr freigemacht. Na, und einmal war ich im Urlaub für 7 Tage, aber das ist halt das zweite Mal gewesen in 8 Jahren. Gar kein Plan. Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Bezug, was normale Menschen machen, die nicht einen Job haben, der so mit ihrem Privatleben ist. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben ist, wenn man nicht einen 12, 10, 14 Stunden Arbeitstag hat. Ich habe gar keine Ahnung. Also ich bin völlig lost, was diese normalen Themen angeht. Hobbys, Freizeitaktivitäten, einfach chillen, einfach entspannen. Ich weiß nicht, wie mein Leben aussehen würde ohne Arbeit, weil ich bin so tief reingewachsen in diese ganze Sache, dass ich da fast gar keinen Bezug zu habe. Also ich versuche langsam zu lernen, wie es ist, mal frei zu machen, wenigstens ein paar Stunden und mehr Work-Life-Balance reinzutun, weil man ist keine Maschine. Aber sehr schwierig für mich, da überhaupt einen Bezug zu finden, weil irgendwann bin ich so reingerutscht in die ganze Sache, weil es gab auch Zeiten, da lief mein Leben echt kacke und da war Arbeit für mich das, was mir sehr viel, also ein großer Stützpunkt und keine Ahnung, wie das bei mir aussehen würde. Ich kenne das nicht, nur rumzuhängen oder zu chillen und stundenlang, also Serie gucken abends und ja. Gestern. Woran erkenne ich heute noch das Kind in dir? Ich bin absolut hängen geblieben und das ist für mich absolut okay. Ich habe eine Kuscheltiersammlung. Ich liebe süße Gesichter auf Kuscheltieren. All dieser kindliche Kram ist voll mein Ding. Also es gab eine Zeit, mein Mann ist eher so clean und minimalistisch im Haus. Ich bin eher so chaot und messy. Und ich kann mich schon krass ausleben. Und es gab eine Zeit, da habe ich überall im Haus Kuscheltiere gehabt. Du guckst so in der Ecke und da ist so ein Kuscheltier, was da wohnt. Und es ist voll süß. Und er hat das akzeptiert, wo ich dachte, okay, krass. Irgendwann habe ich es dann weggemacht, weil ich dachte, komm, chill ein bisschen. Aber auch so Kuscheltiere in Sandwichform oder in Essensform und all solche Sachen. Also wenn es ein Ding gibt, womit du mich immer kriegst, ist das dieses Kindliche. Nicht alles, aber ganz, ganz viele Sachen. Es wäre völlig egal, wer
vor mir steht, wie cool man ist oder wo ich bin, Digga, halt dein Maul. Ich habe ein Kind in mir, das ist richtig groß und wenn das raus will, will es raus. Und daran erkennst du das Kind auf jeden Fall, weil das ist so, ja, spannend, oder? Also für mich schon ein bisschen. Heute, was ist etwas, das du nicht mehr brauchst, andere anscheinend schon? Den Beweis, dass Geld glücklich macht? Super viele soziale Aktivitäten mit Freunden? Ich habe soziale Aktivitäten, aber jetzt schon wenig. Ich weiß nicht, was andere so brauchen. So ist ja auch von Mensch zu Mensch verschieden. So, ne? Also, das ist auch etwas, das schreibt. Das packe ich auch zur Seite für euch. Morgen. Welche Regeln willst du brechen? Oh, ich bin schon manchmal sehr vernünftig und manchmal denke ich so, boah, voll anstrengend. Ich bin immer die Vernünftige. Kommt immer drauf an, aber so. Ich bin zum Beispiel immer so, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist bei mir immer Motto. Egal, was gerade krasses ist, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, weil das ist so, das hat mich auch dahin gebracht, wo ich bin. Und ja, und manchmal ist das schon so, weißt du, es fällt mir dann auch schwer loszulassen, weil ich bin dann so, ja, und manchmal würde ich gerne so richtig verrückte Sachen machen. Auf Tischen betrunken tanzen. Geht schon mal gar nicht wegen meinem Öffentlichkeitsding, was glaubt ihr, was da los wäre, außerdem voll anstrengend auf den Tisch zu klettern, aber weiß ich nicht, weißt du, wie ich meine? Also so in meiner Jugend habe ich schon einiges verpasst, finde ich, weil ich stark mit Depressionen zu kämpfen hatte und dann, ja, habe ich mir halt mein ganzes Social-Media-Ding aufgebaut und habe halt super viel mit Arbeit und dem Ganzen zu tun gehabt und das aufzubauen und mehrere Standbeine und sowas und manchmal würde ich gern so richtig verrückt sein und richtig spontan sein und das fällt mir echt schwer, weil, ja, weiß ich nicht, aber es fällt mir auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und manchmal bin ich auch traurig darüber, wenn ich nicht so loslassen kann, wie ich will. Es geht gar nicht darum, dass andere irgendwie mich verurteilen oder was andere denken, sondern irgendwie für mich einfach dieses Loslassen. Und das finde ich manchmal richtig schade. So, jetzt kommen noch 3 Fragen, dann sind wir fertig. Welche Verbote deiner Eltern fandest du nicht gerechtfertigt? Boah, ich sag euch ehrlich, ich habe auch nicht so viel. Ich denke, also meine Kindheit ist sehr weit weg von mir in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, was ich für Verbote hatte, aber ich hatte mit Sicherheit Verbote. Viele und auch teilweise ein reglementierendes Elternhaus, ich glaube, so sagt man das. Aber meine Eltern waren, glaube ich, der Außenwelt gegenüber schon sehr, sehr misstrauisch und das hat sich in vielerlei Hinsicht wiedergespiegelt. Es hat ewig gedauert, bis ich mal bei Freunden schlafen durfte. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war oder ich weiß nicht viele Sachen, aber ich kann euch jetzt nicht das eine Verbot nennen, was ich nicht gerechtfertigt fand. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Leben. Nicht überleben, das habe ich Gott sei Dank gelernt, aber leben und das, was zu einem normalen, schönen Leben dazugehört. So Freizeit, Hobbys, den Moment genießen, das genießen, was man hat. Ja, überleben habe ich hinter mir, aber jetzt ist es schon so ein bisschen Leben. Ja. Die letzte Frage. Willst du im Alter schöner oder schlauer werden? Ich weiß nicht, also, ja, wäre schon schön, wenn ich schön bleibe. Ich hab mich die meiste Zeit meines Lebens nicht schön gefühlt. Und ja, Digga, ich bin 32, ich will mich auch mal lange Zeit richtig geil und toll fühlen. So. Und schlauer, ja, eigentlich würde ich schon gern schlauer werden, weil das ist immer das Bessere. Aber was redest du aber? Ja, ich will dumm bleiben, aber hübsch werden. Hä? Nein, aber also so, ich bin ja bisher gut gekommen. Also ich bin ja in gewissen Sachen schlau. Ich bin aber auch in manchen Sachen richtig dumm. Also das habe ich jetzt auch mit der Zeit akzeptiert. Wo ich sage, okay, krass. Aber ich habe vor kurzem zum Beispiel gelernt, was abseits ist. Auch auf TikTok. Also das war echt eine Lektion, wo ich dachte, wow. Ja, aber scheiß auf Schönheit, wenn du schlau bist. Was bringt dir das? Ja, aber Gott, wenn du jetzt zuhörst, lass mich schon trotzdem ein bisschen gut aussehen. Ja, aber ich glaube, ich würde trotzdem schlauer nehmen. Weil es ist schon schön zu lernen und ich lerne auch gerne und sowas alles und bilde mich ein bisschen weiter, aber in speziellen Nischen, wo was mich halt interessiert. Ja. Okay, das waren jetzt einige Fragen. Ich stelle euch jetzt die Fragen, die mich von euch ganz, also bei euch ganz besonders interessieren. Was lernt, also kommentiert gerne so viel ihr wollt, weil ich lerne ja auch von euren Kommentaren und lerne euch so kennen und finde das einfach schön. Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht so gut könnt? Was ist etwas, das ihr nicht mehr braucht, andere anscheinend schon? Was möchtet ihr noch tun, bevor ihr stirbt? Wollt ihr im Alter schöner oder schlauer werden? Was verletzt euch immer wieder? Ja, das sind so ein paar Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren würden. Ihr könnt ja schauen, worauf ihr antwortet und ich bin sehr gespannt, was ihr so über meine Antworten schreibt und ja, das war es dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüssi mit Küsschen und auf Wiedersehen.